Ich begrüße euch hiermit ganz herzlich zurück zu Super Mario Maker 2 One Subscriber Level per Day. Mortens Unterwelt von Michi2308. 4 Schlüssel gleich 50er Münzen. 8 erfolgreich von 77 Versuchen gab es. 10,38% ist die Abschlussrate. 16 Leute haben es gespielt, 4 Herzen hat es bekommen und das Ganze im Super Mario World Style. Und es gibt eine Siegesbedingung. Ja, und wenn ihr auch Kanalmitglied seid oder aber fragt, was hat das für einen Vorteil, Kanalmitglied zu sein. Sobald ich eure Level erhalte, werden sie gespielt. 30 Minuten. Genau, und das könnt ihr schon für 1,99 im Monat. Also das heißt, wenn ihr beispielsweise, ich sag mal ganz grob, 30 Level habt, dann würden die rein theoretisch in einem Monat abgespielt werden. Und ihr müsstet nicht warten. Aber okay, so viel dazu. Mehr Informationen findet ihr dazu, wie immer, bei mir unter dem Info Mitglied werden. Viel Spaß jetzt bei diesem Level. Aha! Super Mario Maker! So, was haben wir denn hier? Also erstmal haben wir hier einen Gumbrad. Oben ist was. Da komme ich aber nicht hin. Hier haben wir einen Galumba. Ist da sonst noch irgendwas? Nur ein Herz, okay. Ach, ein Herz. Mein Herz. Hier ist was. Ah. So klar. Nämlich irgendwie an den Startbildschirm. Das da. Das ist ein Starting Screen. Böse, Michi, böse. Selbst wenn es abgewandelt ist, das ist ein Starting Screen Level. Böse, 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 böse. Du hast ihn zwar abgewandelt, sag ich ja, aber das verhindert nur das Bu. Lass mich raten, Nintendo hat dich damit inspiriert. Nee, da gehe ich das Risiko nicht ein und springe da runter. Komm. Verdammt, das geht nicht. Hätte durchboosten müssen. Okay. Naja. Ja gut, der Drops ist halt dann in dem Augenblick schon glutscht, was ein bisschen ärgerlich für ihn ist. Weil er sonst immer gute Level macht. Nein, 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 nein. Ich hinterfrage jetzt nicht, wo ich den einen Schlüssel da habe, ne? Okay.
Wo komme ich da hin? Ich kann auch in eine Röhre rein. Schön. Ja. Kann man machen. Ich brauche noch eine Schlüsseltür, eine weitere. Da ist noch eine. Also scheinbar habe ich hier irgendwas übersehen. Wo habe ich den jetzt herbekommen? Wahrscheinlich hier durch so einen Koopa, hä? Ich weiß, ich kann es drehen und wenden, wie ich möchte, aber es funkt bei mir nicht. Dass ich sagen könnte, ey, boah, ist das ein geiles Level. Wie gesagt, alleine schon aufgrund der Tatsache, dass es ein Starting Screen Level ist. Ja, also ich denke mal, ich habe genug gesagt dazu. Also wenn ich das jetzt noch weiter ausführe, dann ja. Also normalerweise, wie gesagt, gebe ich für Startbildschirme einfach nur noch ein Bu, weil es ist nicht wirklich kreativ, etwas zu nehmen und zu sagen, es wäre meins. Er hat es jetzt angepasst. Das ist das, was heutzutage gerne modern gemacht wird. Man nimmt eine Idee und verbessert sie. Ist soweit auch in Ordnung, aber es muss nicht unbedingt dann besser sein. Gerade auch, weil es diese Startbildschirme sind und Millionen von Spielern das schon gemacht haben. Ich bedanke mich trotzdem ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö.